Willkommen zu diesem Video. Heute geht es weiter mit der 456. Folge von Dragons Aufstieg vom Berg. Wir sammeln hier erstmal die gute Kiste ein. Und es gibt aber nichts allzu viel Besonderes in der, aber in der zweiten dann schon eher. Da gibt es ordentlich Odinsmagen, ordentlich Laub, noch ein bisschen Holz und ein bisschen Fisch. Sehr schön. Dann gehen wir hier rein und dann hier eben. Seltenes Paket. Normaler Spießrutenlauf. 15 Kämpfe, so wie es aussieht. Oder? Ja, 15 Kämpfe und seltenes Paket am Ende. Ja, das sieht ja gar nicht so schlecht aus, sag ich mal. Gut, gehen wir erstmal das hier mitnehmen. So und so. Dann haben wir hier die ganzen Jahreszeitenstatuen. Sammeln wir erstmal wieder alles auf entspannt ein, bevor wir dann den Riesenpass dort weiter durchgehen. So, hier 20 Runen und dann hier die Herbststatue noch. Gut, dann hatten schon manche jetzt, ich habe es in letzter Zeit ein bisschen häufiger gelesen, dass irgendwie das von der Season oder so resettet wurde, also von dem Season Pass. Ja, ich denke mal, das kann jetzt noch passieren. Ich meine, das ist halt, wie schon gesagt, Leute, das ist ja noch nicht lange da, ne? Das kann mit dem letzten Update, da wird immer mal wieder noch ein kleiner Fehler auftreten und so. Die müssen das ja aber erstmal alles ordentlich machen. Prinzipiell sollten sie es machen, bevor sie ein Update davon rausbringen, aber kann ja auch mal so sein, dass wenn es wirklich jetzt schon draußen ist, dass dann immer noch Fehler mit drin sind. Hat man ja oft genug. Ich meine, Spießrutenlauf-Bug ist genauso ein Fehler. Ne, deswegen, also wenn irgendwie mal wirklich was weg sein sollte oder so, schreibt einfach den Support an, der wird euch da schon helfen. Und wenn ihr jetzt sagt, ja, so wichtig ist das an der Stelle jetzt ohne, dann macht es nicht. Also, dann müsst ihr halt entscheiden, ob es jetzt wichtig war, dass ihr 1000 Punkte mehr habt oder ne. Sonst müsst ihr halt wirklich mal einen Support anschreiben. Ich habe schon häufig mit dem Support geschrieben. Die können einem dann schon weiterhelfen. Und dann passt das eigentlich meistens. Bei mir ist bis jetzt noch nichts weggepackt, soweit ich das gesehen habe. Vielleicht ist es okay, wenn wir gleich mal reingehen. Müssen wir mal schauen. Gut, erstmal kann der nicht wieder los. Hier können wir am Titanrad drehen. Mal gucken. Komm schon. Titan. Nee, aber fast. So, dann kannst du wieder los. 7 Eisen. Damit haben wir wieder nur 2. Das ist fast nichts. Aber wir können noch ein bisschen Holz hier vorne einsammeln. Damit ist unser Holzlager auch voll, aber es ist ja nicht so schlimm. Dann kannst du los. So. Dann haben wir hier oben noch den Kollegen. Da können wir einmal dran drehen. Und kein Titan. Okay. Das heißt, du kannst weiter und los. So, dann gibt es hier drüben jetzt noch den grünen Tod. Dann noch die ganzen anderen Kollegen. Und dann machen wir das mal. Und dann schicken wir die alle wieder ordentlich los. Und dann soll das, denke ich mal, passen. So, weiter. Ja, 30 haben wir jetzt leider nicht. Gut, gehen wir auf den nächsten. Wir können erstmal noch auf immergrün gehen. Fällt mir gerade so auf. So, du kannst los. So, dann kannst du los. Und der kann los. Wunderbar. Der Kollege ist auch bald zurück. Gut, Training ist soweit voll. Genau, hier haben wir noch das. Okay. 100, also 80 Millionen nehmen wir mit. Nee, brauchen wir nicht rangehen. Ansonsten haben wir alle losgeschickt. Jetzt sind die hier vorne noch dran. Gut, let's go. Alle los mit denen. Sollte, denke ich mal, passen. Sollten wir schaffen. So, weiter. Und gratis. Dann haben wir hier Hakenzahn. Der kann auch wieder los. Einmal wieder weiter. Gratis. Wunderbar. Dann noch Kotz und Würg. Auch einfach wieder losschicken. Und dann schicken wir erstmal alle so wieder los. Und dann schauen wir mal, ob wir den Spießrutenlauf heute schon anfangen oder nicht. Oder was wir machen wollen. Prinzipiell auf dem Main-Account können wir auch wieder mal gehen. Da war ich auch schon seit ein paar Tagen nicht mehr drauf. Also ja, es ist halt. Ne, Main-Account, dies, das, Ananas. Bin ich knapp vor den 10.000 Odinsmarken. Darauf habe ich halt richtig, richtig Bock. Da muss ich eigentlich mal durchziehen. Jetzt bis. Ich meine, dann kann ich ja wieder. Ich meine, der einzige Account, den ich jetzt gerade wirklich täglich spiele, ist halt dieser hier. Auf meinem Main-Account gibt es gerade nicht so viel zu tun. Und auf den anderen Account bin ich jetzt ein paar Tage in den Drop gekommen, weil es mit dieser Facebook-Verbindung irgendwie nie klappt. Was ganz weird war. Aber naja, gut. Kann ich nichts machen, wenn das mit der Facebook-Verbindung nicht klappt. Vielleicht klappt es ja die nächsten Tage mal wieder. Ansonsten komme ich halt gerne auf den Account drauf. Was natürlich auch blöd ist, aber naja, gut. So, wir haben hier jetzt, ich glaube, genau, 3 war's fertig. Ein gratis Paket zu mitnehmen. So, einpacken. So.
Und wir bekommen Holz für Runen. Wunderbar, das passt soweit. Dann gehen wir wieder in den Season Pass rein. Haben hier sogar noch eine Belohnung, irgendeine Aufgabe fertig. Ah, hier oben, ja. So. Dann haben wir hier nochmal 500 Laub. Auch nochmal ordentlich was. Mal gucken, vielleicht holen wir uns heute auch was aus dem Shop. Müssen wir mal schauen. Und hier haben wir noch ein bisschen Holz, Fisch. Und das war's. So, den Kollegen können wir freilassen. Gut, können wir uns denn was leisten, ist die Frage. Belohnungen, ja, hier können wir uns nichts leisten. Aber hier. Schnuffnussfallen brauche ich nicht unbedingt. Das sind aber alles die hier hinten. Ich würde eigentlich schon gerne Peggy holen. Sammelt jetzt nicht so verdammt gut, aber ja. Würde ich trotzdem gerne mitnehmen. Schnuffnuss. Wobei Fallen, Schnapper sammelt natürlich bei weitem besser. Aber Peggy wäre halt einfach nur lustiger, finde ich. Na gut, wöchentlich. Haben wir irgendwas, was wir hier fertig kriegen? In wenig Zeit, sage ich mal. Ohne Zahn, Level 100. Ach du meine Güte. Nee, gut, wir könnten 150 Runen. Ja, wollen wir einfach mal gucken, oder? Sechsmal die Schnellaktion. Ach du meine Güte. Sowas kostet 150 Runen. Na danke. Wow. Gut, öffnen wir erstmal das andere Gratis-Paket. Ja, oder auch nicht, dann halt nicht, ne? Wenn es keinen Bock hat, dann halt nicht. Gehen wir hier raus. Dann gehen wir jetzt auf Main-Account rüber, dann funktioniert das so hoch. So, nehmen wir das mit. Hier haben wir wieder eine ordentliche Kiste. Da gibt es Udinsmarken dazu auf dem Main. Sehr schön. Ja, weil ihr seht es auf meinem Main, ich bin halt wirklich ziemlich weit. Und hier gibt es, klar, ich kann Drachen trainieren die ganze Zeit. Das wäre schon, mache ich auch immer, wenn ich online komme. Aber im Großen und Ganzen gibt es hier halt auch nicht mehr so viel zu tun. Außer halt noch ein paar Drachen mit ransammeln, aber naja, gut. Mal gucken, wenn mir hier einer fehlt, kann ich den gleich mal suchen. Ach nee, da ist er sowieso noch unterwegs. Na gut, dann ist das ja sowieso noch nicht so. LOL! Also, geil, aber darum ging es mir gar nicht, sondern die haben das gefixt, dass man jetzt vom Handy auf den PC wechseln kann, ohne dass diese Events resettet werden. Geil, wusste ich noch nicht. Ist ja geil, das haben die hier endlich gefixt, das ist ja so wichtig. Das ist so viel geiler, wenn das gefixt ist. 5,2 Milliarden Fisch, na gut. Ich brauche erstmal kurz das hier für den Kollegen. Oh yeah, und da ist ganz viel Fisch wieder weg. Ich krieg den da nicht mal ganz hoch. Ich meine, es reicht ja niemals aus, was ich hier habe, oder? Ich glaub's nicht. Falsche Taste. Jetzt, nee. Jetzt habt ihr nochmal eine Milliarde pro. Nur die hier oben sammeln halt genauso viel. Die haben 2,5 Milliarden gesammelt. Das ist ungefähr so viel wie die alle hier vorne zusammen. Aber na gut, die vorne brauchen wir halt bei weitem nicht so lange. Jetzt können wir das noch mitnehmen. Dann wirst du nochmal gefüttert. Nein, wirst du nicht. Doch, wirst du. Aber erst ein paar Sekunden. Gut, vorher haben wir hier noch ein bisschen Fisch drin. Könnte nämlich sein. Aber ich glaube, ich hatte wieder alles rausgehauen. Genau. Gut, dann gehen wir mal hier durch. Vielleicht kriege ich hier irgendwo eine Milliarde Fisch mal kurz. Das ist kein Fisch, das ist ein Paket. Okay, nehmen wir trotzdem mit. So, aber nichts Besonderes. Gut, hier haben wir. Nee, das ist Holz. Und hier haben wir Bernstein. Okay. Gut, dann halt hier jetzt nochmal. Oh, da. Framelex des Todes. Was ist da los? So, jetzt geht's wieder halbwegs. Der kann nochmal. 5. Ach so. Ach, Mann. Egal, dann geht's jetzt fischen in der Weile. Den kriegen wir noch ins Höhe vielleicht. Vielleicht und müssen wir mal gucken, je nachdem wie viel wir jetzt hier drüben ver. Gut, das war jetzt kontraproduktiv. Erstmal 400 Millionen Fisch rauszuhauen. Den kann ich aber füttern. Da kann der Zitanentraining. Der hier kann gefüttert werden, damit der bald mal ins Zitanentraining kann. Dann haben wir noch die ganzen Legendären, die sind alle zurück. Der grüne Tod ist wieder da, der kann wieder los. Let's go. Aber komm, Beelzebub auf Max Level sehe ich ihn einfach. Ja, was ist denn das? Er ist halt absolut overpowered, ne? Ja, guckt euch den Typen mal an. Was ein Kloß. Wait, wenn er sich in einer halben Stunde mal hingesetzt hat. Ich meine, was ist denn das? Guckt euch doch mal an. Ach du meine Güte. Junge, er ist halt echt Max bald. Ich weiß noch, wie ich ihn bekommen habe. Wie ich da auch irgendwie 3.500 Runen oder so in den Tagschatten gestopft habe, damit er den überhaupt mal findet. Insgesamt hat es, ich glaube, über einen Monat gedauert, den zu suchen.
Na, mal gucken, vielleicht kriegen wir ja auch gleich noch ein schönes Premium-Paket. Möglichkeit besteht, wenn wir Glück haben. So, erstmal schicken wir alle los. Dann haben wir, wieso habe ich schon wieder keine Fischanzeige? Egal. Gut, du kannst noch los. Dann haben wir hier noch einen. Ich denke mal schon. Na, wobei, wir haben den vorhin gerade erst gefüttert. Ist nicht so gut. Könnte sein, dass wir es doch nicht schaffen, den noch eins höher zu füttern. Also, ja, mal gucken. Müssen wir schauen. Ich denke mal, morgen können wir es dann auf jeden Fall schaffen im Video. So, du kannst noch los. Und dann haben wir noch den Kollegen hier. Ja, da war Johann auch noch da. Ered müsste ja auch da sein, prinzipiell. Du kannst noch gefüttert werden. Nee. Du kannst gefüttert. Warte mal. Nee, da kriege ich nur eine Milliarde ran. Wenn ich den jetzt losschicke und dann das mache mit dem 500 Ruhen. Da müssen wir mal gucken. Wenn ich jetzt gleich das Premium-Paket kriege, können wir auch nochmal 500 Ruhen reinstopfen in den Granatenfeuer. Damit er das macht. Damit er das nochmal beschleunigt. Alles um 2 Stunden. Müssen wir schauen. Vielleicht machen wir das. Weil damit wird man es auf jeden Fall nochmal mindestens einmal schaffen, den zu füttern. Aber Junge, es ist einfach so übertrieben, dieser Junge. Ich meine, er sammelt einem fast 100 Millionen in der Stunde. Fast. Bei Holz sammelt er sogar mehr. Ich meine, dann wird auch irgendwann wieder ein Update kommen mit neuen Maximalleveln und dann wird das auch so sein. So, noch kurz das hier mitnehmen. Jetzt muss ich echt mal gucken, dass ich das wieder kriege. Siehst du, geht doch. Wieso habe ich eigentlich so wenig Aufgaben fertig? Aber ich habe 9800 Odinsmarken geknackt, Leute. Sehr, sehr nice. Es geht echt auf die 10.000 zu. Wunderbar. Mir, das fühle ich echt, dass es auf die 10.000 zugeht. So, öffnen wir das zweite auch noch. So, nehmen wir das mit. Hier nochmal und damit, oh ja, das sieht sehr gut aus. 9.814 Odinsmarken. Das ist schon sehr nice. So, gehen wir wieder raus. Dann haben wir hier die Aufgabe fertig. Täglicher Login. 3 Eisen. Video. Und in seiner Erkundung Holz. Wieso hat es das nicht gezählt? Oder habe ich den Holz, das Holz, ich habe es noch gar nicht eingesammelt. Deswegen hat es vielleicht nicht gezählt, weil ich es einfach noch nie eingesammelt hatte. Gut, nehmen wir es jetzt mit. So, wir haben schon wieder 1.500. Wir können ja wieder Pakete öffnen. Vielleicht kriegt man ja genug Fisch. Ich weiß nicht, gab es da so viel Fisch oder gab es überhaupt Fisch? Ja, aber nicht so viel. Trotzdem, ein bisschen was an Fisch ist immer gut. So, damit haben wir das. So, jetzt kannst du nämlich hier noch einmal gefüttert werden. Dann haben wir noch eins. Ne, hier. Nehmen wir auch noch mit. Und bekommen wir auch nochmal Fisch. Sehr schön. Und ein paar Runen. Wunderbar. So, dann kannst du erstmal kurz los. Dann können wir als nächstes aufs Premium-Paket gehen. Vielleicht kriegen wir es ja. Ansonsten selten, das wäre unordnung. 450 Runen wären ein bisschen mager. Schauen wir mal. Und es ist das seltene Paket. Na gut. Besser als nichts, ne? Klar, Premium-Paket bei weitem besser und bei weitem geiler. Hätte man viel lieber gesehen, aber naja, gut. Bisschen Eisenpack, kein Paket, sondern. Ihr wisst schon, hier. Sammlungsstück. So, dann kannst du wieder los, aber. Du kannst jetzt mal hier auf die Suche gehen. Denn wie du siehst, fehlen mir hier ein paar. Geh mal runter auf. 5. Andere Idee, Leute, wie wir was schaffen. Ich meine, das ist mir jetzt ein bisschen egal, die Runen. Aber damit kriegen wir den heute echt noch auf Level 175. Der beste Drache im ganzen Game auf maximalen Level. So, hier nochmal. Hoch mit dir. Wunderbar. Guckt ihn euch an. Er sieht doch einfach wunderschön aus. Er bewegt sich ein bisschen zu schnell. Das sieht man sonst nie gut. Dieser Kollege hier ist auf Level 175. Beste Drache im ganzen Game vom Sammeln her. Hat uns gerade schön in die Kamera gelächelt. Kann gleich wieder los. Digga Buffy 175. Wunderbar. So. Ohne Zahn. Du kannst eigentlich trotzdem mal. Ich wollte gerne meine Drachensammlung erweitern. Deswegen hast du den jetzt mal wieder gefunden. Nee, hast du nicht. Okay, machen wir noch einmal, würde ich sagen.
Beziehungsweise. Na, wir. Wir machen jetzt auch nochmal. Ne, wundern, Leute, ich bin. Ja, ist so. Ich habe Corona, ich bin jetzt in Quarantäne, deswegen. Mir geht es aber soweit gut. Keine Sorge, deswegen ne wundern, wenn ich immer wieder ein bisschen husten muss. Das ist halt so. Kann ich jetzt unändern. Gut, jetzt geht's los. Jetzt gebe ich nur nochmal Ruhe aus. So, nehmen wir das mit. Dann wöchentlich nehmen wir hier auch alles mit. So. Hier unten auch nochmal. Wunderbar. 250, damit haben wir auch nochmal ordentlich was fertig jetzt. Gehen wir in die Aufgaben hier drüben rein und haben hier drei fertig. Genauso wie drüben. Es sind genau ein und dieselben. Kriegen wir nochmal 500 Lauf. Damit könnten wir vielleicht sogar noch so ein Paket öffnen. Brauchen wir prinzipiell aber nie. Wir haben ja jetzt unseren Drachen auf dem Level, auf dem wir haben wollten. So. Oh. So, du kannst hoch. Dann geht's los. Dann. Das hier. Und damit. Ach ja, das hier ist auch noch. Hier auch noch mal ordentlich Fisch. Können wir freilassen. So. Und dann haben wir hier noch was. Hier ist auch noch mal Fisch unten drin. 82 Millionen. Let's go. So. Ansonsten haben wir dann noch jemanden, den wir füttern müssen. Oh ja. Sehr gut. Das war's soweit, oder? Wer ist hier ja gerade nie? Paket. Achso, warte, warte, warte. Nee, wollten wir ja auch nur machen, damit wir den hochkriegen. Aber wir haben ein Ziel erreicht, Leute. Dicker Büffi Level 175. Ist das geil. An der Stelle würde ich sagen, wär's das mit dem heutigen Video gewesen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin wünsche ich euch natürlich viel Spaß und ciao, ciao, Leute.